Hallo Peter, hier kommt jetzt ein zweites Wunschvideo. Hier war die Artikel und hier war das, was deine Firma im Monat praktisch an Schrauben, an Dübeln und so weiter rausgegeben hast. Und deine eigentliche Frage ist ja gewesen, wie viel hat denn deine Firma pro Monat zum Beispiel in Schrauben, in Dübel, sonstigen investiert bzw. ausgegeben? Was ich inzwischen noch mal korrigiert habe, im letzten Video haben wir hier unten immer diese Meckermeldung gekriegt. Ich habe hier in meinen senkrechten Verweis noch mal die Wenn-Funktion eingebaut. Das heißt, wenn die Artikelnummer leer ist, dann lass es leer und sonst den S-Verweis. Also wenn B2 gleich leer, für leer zwei Gänsefüßchen, Semikolon, um ins nächste Argument, ins Dann-Argument zu kommen, dann lass es leer, wieder zwei Gänsefüßchen und dann den S-Verweis und hinten muss ich dann mit zwei Rundenklammern schließen. Das habe ich hier auch nochmal eingebaut, um wie gesagt hier unten diese Meckermeldung nicht zu bekommen. Deine eigentliche Frage kommt jetzt aber, jetzt will ich ja wissen, Einzelpreis mal Menge. Das ist noch ganz einfach. Wenn ich das nach unten weitergebe, kriege ich allerdings auch eine Meckermeldung, weil hier unten nichts drin steht. Deswegen muss ich hier auch nochmal korrigieren und sagen, wenn keine Artikelnummer da ist, also wenn die Zelle leer ist, dann lass es leer und sonst rechne doch bitte Einzelpreis mal Menge, runde Klammer einmal schließen, mit Enter bestätigen und nach unten weitergehen. Dann verschwinden hier unten die Meckermeldungen. So, und jetzt kommt das Eigentliche. Du möchtest ja wissen, wie viel Dübel und so weiter, wie viel Geld hat das gekostet. Diesen Bereich markieren, mit STRG C kopieren und das trage ich mir jetzt hier ein mit STRG V. Und jetzt rechne ich mit dem sogenannten Summe wenn. Summe wenn. Summe wenn. Jetzt gehe ich mal in den Funktionsassistenten. Ist der Bereich, den Sie, der Zellbereich, den Sie berechnen wollen. Das ist dieser Bereich. Und bis unten runter markieren, ich könnte ja noch was eintragen. Und da ich die Funktion hier nach unten weitergeben möchte, muss ich das als absoluten Wert mit der Funktionstaste F4 feststellen. Suchen. Was suche ich? Ich suche in diesem Bereich, den ich eben markiert habe, das Wort Dübel. Und das stelle ich nicht fest, weil ich, wenn ich die Funktion nach unten weitergebe, dann als nächstes den Gewindestift, Schlossschraube und so weiter haben möchte. Und jetzt kommt noch der Summenbereich, aus dem das Programm alles raussuchen soll, was mit Dübel bezeichnet ist. Und das ist dieser Bereich. Und den stelle ich auch wieder mit der Funktionstaste F4 fest. Jetzt kriege ich raus 8,2, da machen wir gleich nochmal Euro von. Ich gebe das mal nach unten weiter. Das heißt, im Monat Oktober bis jetzt wurden 8,20 € an Dübeln rausgegeben. Das heißt, Dübel im Wert von 8,20 €, Gewindestifte und so weiter. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir mal die Gewindestifte, welche Nummer haben die? 2025, wenn ich die hier eintrage, mit Enter bestätige und sage, ich habe ja noch mal 20 von rausgegeben, jetzt sind es noch 11,76 €, dann sind es 22,96 €. So bist du immer auf dem aktuellen Wert und ich denke mal, eine tolle Lösung. Wenn dir die gefällt, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Wenn du noch eine andere Lösung sehen möchtest, gibt noch mehrere Möglichkeiten, dann schreib mich gerne wieder an. Dann mache ich auch noch ein neues Video für dich. Ansonsten erstmal schönes Wochenende und bis dann und tschüss und danke.